herzlich willkommen und schön, dass ihr alle da seid. Genau, ich habe mir überlegt, da ihr jetzt schon mit dem Patrick das Schwimmen trainiert habt, dass wir heute am besten so eine Kombination aus Radfahren und Laufen machen. Und da bietet sich natürlich das Koppeltraining am besten an. Das ist eine ganz wichtige Einheit, gerade für den Kreislauf auch und für die Muskulatur, diesen Wechsel zu üben. Ich zeige euch kurz, was ich dabei habe. Ich habe jetzt mal meinen Trainingshelm mitgebracht für heute, dann die Radschuhe. Die befestige ich immer am Fahrrad schon. Und jetzt gerade am Sonntag habe ich so gemacht, dass ich direkt mit dem Fuß da reingeschlüpft bin und das hat super funktioniert. Und das habe ich immer gedacht, dass das gar nicht so gut geht, aber das hat richtig gut funktioniert. Also das wäre auch noch eine Option, dann bist du nämlich direkt schon so drinne. Und da hatte ich echt irgendwie nach 10 Sekunden beide Schuhe zu. Genau, Helm hast du auch so. Das sind einfach, ich würde ihn eigentlich so rum hinlegen, weil dann kannst du einfach auf den Kopf. Weißt du, dann musst du nicht noch drehen. Genau, dann die Laufschuhe. Da habe ich jetzt so Schnellschnürsenkel drin. Das heißt, ich stelle mir die vorher wirklich so ein, dass ich einfach nur noch reinschlüpfen muss und direkt loslaufen kann. Ihr könnt natürlich auch da die Schnürsenkel binden. Nur meine Erfahrung ist einfach, dass gerade wenn man vom Rad steigt, der Puls einfach so hoch ist im Rennen, dass gerade solche diffizilen Sachen wie Schnürsenkel binden zu einer extremen Herausforderung werden können. Auch die Nahrungsaufnahme, die ist nicht schlecht, wenn man die mal übt, also vor allem beim Laufen. Im Rennen sind es meistens solche Becher, die kann man ganz gut so zusammendrücken und dann entsteht hier so wie so ein Schnabel. Und aus dem versucht ihr dann zu trinken. Dann geht nicht so viel daneben. Den Rest kann man sich dann noch über den Kopf schütten, wenn es Wasser ist. genau, und das können wir jetzt einfach gerade noch mal ins Laufen mit einbauen. Wir hatten heute hier in Frankfurt mit der Mainova-Staffel nochmal einen super Trainingstag. Wir haben mehrfach Koppeltraining gemacht, eine meiner Lieblingseinheiten. Und ich glaube, ich konnte den Teilnehmern nochmal ein paar gute Tipps geben, sodass wir nächste Woche auf jeden Fall alle die Staffeln rocken werden. Und ja, ich hoffe, dass wir einen genialen Tag haben und alle vor allem viel Spaß haben. Yeah!